Technik auf Filmlichter 2006 und bin hierher gekommen, weil Levent mich mal vor ein paar Jahren gefragt hat, als die Idee noch relativ jung war und letztes Jahr schon dabei gewesen, den Job gemacht. Dieses Jahr ist es in der Stadthalle mit einer relativ größeren Dimension. Hallo, ich bin Mareike Ortrand. Und ich bin Simon Schulz. Und wir sind hier auf dem International Short Film Festival Detmold und haben sehr viele Fragen. Genau, wir machen nämlich die Interviews. Danke. Wer bist du und was machst du hier? Ja, ich heiße Levent Arslan und ich bin der Festivaldirektor. Ja, großen Teil mache ich alleine, aber während der Festival haben wir 40 Helfer. Ich bin auch erst vor kurzem eingestiegen, vor 3 Wochen oder so. Erst hat Levent mich angesprochen und ich bin für die Deko zuständig hier und mache auch Catering. Bin halt die ganze Zeit am Wirbeln und gucke, dass alles da ist, dass jeder was zu essen und zu trinken hat, dass es hier draußen schön aussieht und soll sich wohlfühlen. Was macht ihr auf dem International Short Film Festival Detmold? Also wir sind ehrenamtliche Helferinnen. Also ich finde es zum Beispiel doch recht interessant, da sind einige Leute tatsächlich extra deshalb jetzt angereist, also auch von weiter her. Heute war schon einer aus Österreich da. Hast du ein Favorite von dem, was du gesehen hast? Es gibt so einige, die ich gut finde. Also das sind wirklich ganz gute Konzepte und Ideen, die dahinter stecken. Und ich finde es auch gut, dass es auf diese Art gefördert wird. Wie war's? Sehr spannend, sehr aufregend und total vielseitig. Ja, also man hat vergessen zu atmen zwischendurch. Wir haben eigentlich was anderes erwartet, weil es hieß ja Heartbeat. Also stimmt schon in dem Sinne, ja, aber man klar. Hat halt mehr in eine andere Richtung was erwartet als jetzt viele shocking Bilder. Was habe ich gesagt? Jetzt kommen die ganzen Liebesfilme. Gar keine Erwartung, positiv gehe ich raus und finde ich absolut spannend. Vor allen Dingen finde ich den Preis klasse, 3 Euro für so einen Block finde ich klasse. Davor direkt, den haben wir auch gesehen. Sehr schön gemacht, sehr bildlich. Ja. Also eine ganz andere Welt aufgebaut. War für mich am beeindruckendsten. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Gerne. Gerne. Ja, die meiste Arbeit war eigentlich, denke ich, für mich das letzte Jahr über, seit dem letzten Festival, das Ganze organisieren, Vorbereitungen, Termine machen. Also eigentlich, ja, jede freie Minute. Wir haben quasi die ganze Stadthalle für uns zur Verfügung. Wir haben halt dieses Jahr nicht so wie im letzten Jahr nur Kurzfilme im Programm. Die Installation heißt Baustelle. Untertitel ist das, was du tust, das, was du schon immer tun wolltest. Das Ganze besteht aus 2 Filmen, die im Versatz laufen musikalisch. Der eine ist kürzer als der andere, laufen beide als Loop und ich bin eigentlich sehr gespannt auf die Reaktion des Publikums.
Beim letzten Mal ist uns halt aufgefallen, als wir die Fragebogen ausgewertet haben, dass 50% der Zuschauer nicht nur filminteressiert sind, sondern kunstinteressiert im Allgemeinen. Und deswegen haben wir halt versucht, dieses Jahr ein gewisses Rahmenprogramm zu schaffen. Das ist eine Aktion gegen brotlose Kunst. Und ich sammle Videoporträts brotessender Menschen. Dabei entsteht ein Videoloop, der aber auch immer ständig wieder neu formiert wird, neu zusammengeschnitten wird. Also es kommen immer neue Menschen dazu. Also Knäckebrot zu essen ist meistens eine etwas unangenehme Sache, weil es so laut ist. Ich esse immer viel zu viel davon, weil ich es immer nicht schaffe zu kochen. Ich habe Levent ja früher kennengelernt in Ankara, auf dem Ankara Filmfestival. Und da ist die Idee entstanden, dass wir junge türkische Filmmacher hierher bringen, dass die ihre Filme zeigen können und dass die mit den Deutschen zusammen einen Workshop machen. Wir haben halt glücklicherweise es geschafft, sie alle an einem Ort, also jetzt die Jugendherberge hier in Detmold dieses Jahr unterzubringen, was uns sehr wichtig war. Also ich bin hier als Leiter der türkischen Gruppe. Sagen wir so, ich habe 21 türkische Studenten hierher begleitet. Und bist du zufrieden mit dem Start des Festivals? Ich bin ganz zufrieden. Ja, die Jugendlichen und die Regisseure sind begeistert. Die Zuschauer sind sehr positiv. Wir haben eine ganze Menge Reaktionen gesammelt und wir sind sehr zufrieden. Ja. Es war klar, dass vom Publikum her die Nachmittagsvorstellungen natürlich nicht so überlaufen sind. Aber mit den Abendvorstellungen sind wir sehr zufrieden, ja. Da lass ich dich einmal allein. Einmal. Und du. Was? Also die Animation fand ich ganz klasse mit dem Tod, weil auch ein bisschen Witz dabei war. Cedric, ich werde jetzt gehen. Und wenn ich wiederkomme, ist alles so, wie es vorher war. Sehr klasse, interessant. Und ich hoffe, dass die nächsten Blöcke genauso gut sind. Einige fand ich ganz gut, die waren auch ganz lustig. Ich hatte immer so einen Mann hinter mir, der hat permanent sich immer so kaputt gelacht über alles. Aber ein paar waren dann auch, da muss ich erstmal nachdenken. Ja, sehr unterhaltsam, sehr lustig an manchen Stellen. Also viele Sachen, die man einfach auch nicht erwartet hat. Und sehr provokativ. Hast du irgendeinen Favoriten schon? Ich fand dieses mit dem Fahrradklaus war eigentlich auch ganz lustig. Ist das deins? Ja, schön. Jetzt hör mal ganz genau zu, du kleiner Pisser. Das ist meins. Das hat mein Oma mir zum 16. geschenkt. Das haben sie vor einem Jahr gezockt. Hast du da irgendwas mit zu tun? Mit welchen Erwartungen bist du hier hingekommen und wurden diese erfüllt? Ja, einfach mal ein bisschen Kultur von Detmold mitzukriegen, was hier so geboten wird und auch die Arbeit von jungen Leuten mir mal anzuschauen. Ich habe mich überraschen lassen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt. Wir haben eine Bekannte, die auch in einem Film mitgemacht hat. Deswegen, also ich habe mir das einfach spontan angeguckt. Also ich mache eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin und da hat man halt auch was mit Film zu tun. Da dachte ich, gehe ich mal hin. Ich bin ja Peter Ulrich und moderiere heute den deutschsprachigen Teil. Hast du sowas denn schon mal gemacht? Moderation meinst du? Nee. I'm Matthias Groh and I'm responsible for the translation from Jan Pierre Goldbrich for all our foreigners. Zu Beginn, bitte vielleicht. Das Gefühl, willst du wissen? Ja, Nervosität am Anfang, auf jeden Fall. I want all the directors to get up on stage to thank them for being part of this project.